Yo, was geht ab? Willkommen zurück. Wir sind immer noch in diesem Wald. Okay. Nicht so waldmäßig hier, aber... es sollte ein Wald sein. So, ach ja, mit dem Grün kann man ja jetzt fliegen. Okay, bisher ist, dann fliege ich direkt hier rüber. Achso, und beim Ausspucken Feuer. Okay. Ich komme mittlerweile schon gar nicht mehr mit. So, was haben wir hier drin? Bin ich mal gespannt. Oh, wir sind unter Wasser. Alles klar. Gut, hier sind auch Fische. Ich weiß gar nicht, aus welchem Originallevel das eigentlich war hier. Keine Ahnung. Was soll's. Oh, super, ich bin wieder hier. Nee, das ist nicht Sinn der Sache. Oh Mann, das hat mich einfach voll weit zurückgebracht. Autsch. Okay, oh, ich esse euch. Ich hasse diese Maulwürfe. So, 35 Leben. Schaffen wir jemals 99 in diesem Spiel? Oh, ich dachte gerade, ich würde einen Stern kriegen, aber nö. Es ist das... Cool. Okay. Ein etwas einfacheres Level war es mal wieder. Ich mag diesen unberechenbaren Schwierigkeitsgrad. Das konnte von jedem Level auf einfach zu unmöglich kommen. Naja, unmöglich nicht. Wir haben Sachen, die ich für unmöglich gehalten habe, doch irgendwie geschafft. Immer wieder. So. Diamond Cave Y. Ach, das... Ich habe gerade an dieses Level sogar gedacht. Ich weiß nicht warum. Wegen diesem einen Abschnitt eben. Na, das ist witzig. Da, wo wir unter Wasser waren, das sah so ein bisschen ähnlich aus wie Teile aus diesem Level. Achso, und das ist aus dem zweiten Level einfach. Hier, an das hier habe ich gedacht, nämlich. Und danach kommt das Level direkt, woran ich gedacht habe. Voll komisch. Wow. Gut, es sind immer noch Chucks. Die Gegner wurden hier nicht geändert. Gut, die in diesen Boxen, die wurden schon geändert. Das waren, glaube ich, Gumbas. Und jetzt waren es Wiggler. Und ich habe das Wort Chucks gerade irgendwie so voll komisch ausgesprochen. Ich glaube, das kann ich nicht nochmal so aussprechen. Ah, hier sind wir wieder. Okay, Star Wars haben wir auch noch vor uns. Boah, haben wir noch viel vor uns in diesem Spiel. Wow. Ink Swamp. Jungle Central. Okay, er hat On Secret Exit. Müssen wir Ausschau halten. Okay. Du Geist. Geisterkuppe. Tja, statt Geister sind jetzt einfach Parakupas. So, das ist das hier. Wie war denn... Das hatte ein verfickt schweres Secret Exit. Ich habe ein bisschen vergessen, wie das ging. Was ist das? Ach, das sind Geister. Es sind einfach Fragezeichenblöcke. Nee, das war's nicht. Oh, wie war denn das? Das hatte, glaube ich, eins der echt schwersten Secret Exits im gesamten Spiel. Ich habe nur vergessen, wie das hier ging. Ich dachte, ich müsste in die linke Tür, aber anscheinend liege ich damit wohl falsch. So, hier kommen jetzt ganz viele Türen, aber ich weiß nicht mehr. Die hat mich zum Ziel geführt, aber es ist das eine Ziel. Ich muss ins andere Ziel. Ich meine eigentlich, die linke Tür hätte mich dahin geführt, aber es kann sein, dass man das jetzt auch wieder geändert hat. Müssen wir jetzt mal rumprobieren. Okay, ich meine, auf der guten Seite, es führt uns zumindest in das Ziel, wo wir auch weiterkommen zur Not. Nicht, wo wir feststecken. Aber ich will es trotzdem haben. So, deswegen mal schauen. Also es könnte echt sein, dass alle Türen jetzt theoretisch woanders hinführen. Ich wusste jetzt auch nicht, ob die zweite eigentlich auch immer ein Ziel reinführt. Ich nehme mir das einfach mal. Wir probieren die jetzt einfach mal alle nacheinander aus. Angefangen bei der ersten. Ich glaube, ich muss auf die Seite da links. Wie war denn das? Ja, ja, genau. Und dann muss ich damit so eine Münzspur da hoch. Seht ihr? Dann muss ich da hin. Also das Secret Exit ist leider, würde ich sagen, immer noch normal geblieben. Ups. So, das ist nämlich echt ein schweres. Ich muss von der anderen Seite den P-Switch nehmen. Und dann da rein. Und das dann perfekt machen mit diesem Block. So, das... Ich muss jetzt nur eine Tür da reinfinden. Die dritte vielleicht.
Nein, die führt mich wieder hier hin. Und ich glaube, der Block... Stimmt, der ist jetzt deaktiviert. Das kann man nämlich nur einmal pro Level machen. Okay, wir werden weiter herausfinden, wo ich hin muss. Und dann muss ich das Level nochmal neu starten, leider. So. Also, es muss dann... Eine der Türen muss ja dann sein. Tür 4. Auch nicht. Okay. Oder war ich gerade schon in Tür 4? Ich war in Tür 3, oder nicht? Okay, dann 5. Ich glaube, es gibt 6 Türen oder so. 1, 2, 3, 4 und... Ja, die letzte tatsächlich. Okay, die letzte ist es. Aber ich muss jetzt immer nochmal neu starten, ist das blöde. Weil hier kommt jetzt nichts mehr raus. Okay. Aber jetzt wissen wir es. Natürlich muss ausgerechnet die letzte sein, die ich hier überprüfe. Aber ich glaube im Originalspiel, weiß nicht mehr, ob das auch so war, dass man bis zur letzten durch musste. So, natürlich muss ich mich dafür hier auch relativ beeilen. Aber geht. Kann man schaffen. So, und das ist halt ein bisschen problematisch, weil es ist recht schwierig. So, nein, nein, ich muss da lang. Oh, Vorsicht. Oh, oh. Yes, geschafft. Wow, auf Anhieb. Ich hätte schon gedacht, ich müsste eventuell mehr als einen Versuch dafür brauchen, weil... Es ist halt eine sehr schwere Multitasking-Aufgabe und man kann ja auch nicht direkt sehen, wo das Ding genau hin muss. So, es hat uns eigentlich nur das freigeschaltet, aber alles zählt. So, und dann kommen wir hier raus, wo ein Schild mit einer 5 ist, aber kein Schloss. Stattdessen mal wieder Diamond Cave. Achso, und das ist das Level aus dem Intro. Das ist... Nämlich... Ja... Auch aus der Special World. Wow, okay, der hat mich gut erwischt. Das hat mir einen Pilz gebracht. Okay. Boah, ganz viele von denen. Bringen gar nicht mal so viel da, weil die stampfen einfach in den Boden ihre Blitze rein. Dann kommt da gar nichts bei raus. Boah, kommt da echt nichts bei raus. Okay, einfacher für mich, hier durchzukommen. Ich glaube, das waren alles Pokies ursprünglich und wurden jetzt in dem Level durch die da ersetzt. Ich bin aber erstaunt, dass das zu kaum irgendwelchen Grafikfehlern oder so bis jetzt kam, weil ich dachte, sowas würde eigentlich eher entstehen. So. Swave. Ah, das hier. Was eigentlich ein scrollendes Level war, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Boah, das sind echt viele Bullet Bills. Aber jetzt scrollt es nicht mehr. Stimmt, ja doch, man konnte hier zu schnell runterfallen oder so. Oh, jetzt kann ich einfach hier lang. Einfach einmal herjumpen. Normalerweise muss man da runter und dann da langsam wieder hoch. Cool. Ist auch mal interessant, so das Level zu spielen. Damit spare ich mir viel Zeit. Ich muss nur gucken, wo ich hier lande. Okay. Boah, ist das ein kurzes Level, wenn man es so spielt. Ohne Autoscrollen. Weil scrollt ja nicht einfach nur nach rechts, dann geht es, wie gesagt, in dieser Einstellung da runter. Und relativ langsam, ne? Falls ihr das Original-Level nicht kennt, erzähle ich das. Dann wieder nach rechts, dann wieder hoch. Pepperoni Bridge 3, okay. Das ist das zweite Schloss. Es ist zwar kein Secret Exit, aber es gibt einen geheimen Weg. Boah, Mist, wieso ist mir jetzt da runtergesprungen? Und zwar... Da oben, wenn ich dahin fliege. Ah, hat nicht ganz gereicht. Das ist echt schwer auch zu performen, weil der Kerl hier im Weg ist. Aber jetzt habe ich es. So, eigentlich war da ein Bonusraum. Jetzt ist es der zweite Teil von diesem Level tatsächlich. Moment, was wäre denn das andere gewesen? Gute Frage. Okay, an sich hat das Level nur aus seinen Originalteilen bestanden. Aber schon komisch, dass ich durch diesen Geheimweg dahin gekommen bin. Ich frage mich dann, was dann der reguläre Weg gewesen wäre. Dann wäre da, glaube ich, irgendwas anderes gekommen. Ach, jetzt steht das da. Oh. Okay, das macht es schon ein bisschen schwieriger. Okay.
Miese Änderung. Ich muss nämlich da links hoch und der spuckt jetzt die ganze Zeit Feuer. Okay. Überwunden. Oh, jetzt ist er auch so ein Hüpfner, gell? Blöd für mich. Okay, komm runter hier. Oh, fuck. Nein. Oh, okay, er ist unten. Blöd für mich, jetzt habe ich keine Power-Ups mehr, aber was soll's. So, dann können wir einmal hier hoch. Für das Leben. Oh, scheiße, er ist neu gespawnt. War es das wert? Ja gut, ich werde ihn eh los. Oh, oh, fuck, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht kommen sehen, dass er auf einmal genau ein Feuer ist. Gut, damit können wir uns jetzt zumindest die Frage beantworten, was auf der anderen Seite wäre. Das. Unter Wasser, okay. Okay, aber wir kriegen ja einen Checkpoint zumindest. Moment, ist das denn nicht direkt ein Weg zum Boss? Oder gibt es nochmal eine Tür? Also das ist jetzt halt aus einem ganz anderen Schloss. So, unter Wasser und klettern, ne? Ihr merkt ein bisschen die Sinnlosigkeit. Ach nee, das ist jetzt eine Tür stattdessen. Die uns hierhin führt. Okay. Interessant. Aber der Teil hier ist halt auf jeden Fall viel schwieriger als das Original. So, vielleicht setze ich auch mal eine Runde aus und warte hier mal für das Item. Könnte ich nämlich ganz gut gebrauchen diesmal. Ja, und dann jetzt wieder warten. So, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal versuche, das Leben da oben zu holen. Reicht mir eigentlich schon. Ah, wieder fast drauf reingefallen. Was waren da nochmal vorher? Ich glaube einfach nur diese Skelettviecher da. Genau, die waren da. Jetzt sind es über diese Flammenviecher. So, kein Zusatz-Power-Up vor dem Boss. Für mich, weil ich immer noch keinen grünen Switch habe. Oh, du bist es. Wow, wow, okay. Ein Schlag und der rutscht durchs gesamte Level durch. Das wurde auch auf jeden Fall verändert. Wie viel der an Hits braucht, sage ich mal, um da weiter zu rutschen. Also nicht wie viel er braucht, sondern wie weit ihn stößt, ein Sprung. Und das war ordentlich weit. Einmal auf ihn drauf springen. Ich finde schön, wie das Level viel schwerer gemacht wurde und der Boss viel leichter. Okay, Schloss 2 geschafft. Wunderbar. Und auf zur Chocolate World. Hm. Jungle Temple Zone. Down Secret Exit. Okay. Oh, nicht okay. Hier ist gar nichts okay, Mann. Das ist der Kerl ganz weit oben und der schmeißt Chucks. Stirb. Boah, er muss schnell sterben. Okay, aber eigentlich will ich Yoshi erstmal haben, bevor ich in diese Wolke gehe. Eigentlich brauche ich diese Wolke gar nicht mal. Ich kann auch so fliegen, haha. Jetzt die Frage, kann ich den... Boah, ich kann den auch wieder ausspucken. Das ist gut, weil ich werde ihn jetzt brauchen. Für hier. Okay. Gut, man kann natürlich auch von der anderen Seite her, dann kommt man mit so einem P-Ballon da an, aber... So geht's halt viel schneller, ne? Gut, dann können wir noch einmal das Level normal lösen. Ich fliege hier einfach mal ein bisschen her. Zack. Ups, wurde aufgehalten. Ach komm, das nehme ich mir noch. Ach, der ist wieder da. Okay. Gut, so kann man den gut aufhalten. Aber er ist ein mieser Gegner. Er ist ziemlich weit oben und... Ah, das war's mit Yoshi. Und schmeißt halt mit Chucks rum und da ist er wieder. Okay, aufgehalten. Hier, das meine ich, hier ist so ein P-Ballon drin. Womit man eigentlich das Secret Exit kriegt. Aber der Typ hier ist eh der Beste. Er schmeißt einfach Blumen. Tada, geschafft. 53 Exits haben wir, oder ist es mit diesem jetzt 54? Damit.
hätten wir schon. Ja, gut, mehr als die Hälfte des Spiels durch. So, dann klettern wir da hoch, wo ein Level wartet. Und das machen wir im nächsten Part dann. Fabulous. Okay, bis zum nächsten Mal.